Schulle Presents Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Guter Gott, Mann, was ist mit euch passiert? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Mein Bruder, ein Verräter, sein Weib, templerisch. Ich habe keine Familie, keine eigene Frau. Wozu noch weiterleben? Lasst sie mich töten. Ihr wisst nicht, was ihr da sagt. Ich bringe euch in Sicherheit. Warum denn? Hört gut zu. Ich will den Schlüssel. Deshalb müsst ihr leben. Ich brauche euer Wissen. Deshalb müsst ihr ausnüchtern. Wenigstens ehrlich. Seid der beste Freund. Kommt, ich töte euch! Warum glotzt ihr denn so? Mit der traurigen Visage. Was sagst du da über meine Mutter? Die ist deine Die ist fett. Innen wie außen. Ah, und woher weißt du? Ich dachte, das weiß jeder. Jawohl, das sagt jeder. So, komm. Den kriegen wir auch. Oh, komm, nächsten. Geh mir den Keks hier. Oh, weg mit dir. Weg mit dir und den kriegen wir auch noch. Sehr schön. Nein! Da drüben gibt's Ärger. Genial! Die Kirche! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen! Der Vater, der Sohn und der Heilige! Was war der dritte noch gleich? Bleibt einfach in Bewegung, ja? Der Vater, der Sohn und der bleibt in Bewegung. Nein, das stimmt nicht. Was macht das denn schon? Das macht nichts. Das macht gar nichts. Nichts in diesem Leben macht. Bleiben wir in Bewegung. In Bewegung. Tänzerin bezahlen. Oder. Wer sind denn diese Geschöpfe? Wo spricht man nicht mit einer Dame? Na ja, komm, dann machen wir die mal hier. Klar für ihn. Er soll ja auch mal was Schönes haben. Ne? Nicht da lang. Was? Ich hab die bezahlt dann wieder. Ach du Schande. Achtung, Kumpel, nein! Wachen in der Nähe. Vergiss euch! Das nehmen die nicht hin. Ich sagte, verpiss euch! Und? Bam! Das ist alles mit Plus auf Haus. Sehr genial. Ich will nicht mehr ein Kind sein, Edward. Ist schon gut, Kumpel. Hilf mir, nicht wie ein Kind zu sein. Warte, bis du wieder nüchtern bist. Bist du sicher? Sicherheit ist nur eine Illusion. Aber ja, ich habe Freunde hier. Ich verstecke mich. Gut. Was du von mir denken musst. Habe ich etwas Peinliches gesagt? Kumpel. Och, nö. Du klingst wie ein Gelehrter. Verrat lässt einen philosophisch werden, oder? Stell dir vor, eine Templerin. Mein Bruder heiratet eine Templerin. Ich bezweifle, dass es dazu kommt. Ich habe solche Angst um ihn. Oh bitte, beschütze ihn. Werd nüchtern, Kumpel. Wir bringen das am Morgen zu Ende. Du bist für immer mein Freund, Kenway. Nicht zu danken. Mach ich doch gerne. Fortsetzen. Muss ich jetzt hin? Dort muss ich hin. Ist ja richtig spannend hier auf der Insel. Ich dachte, das wäre dann eine kleine Mission und dann wäre das Ganze gegessen, aber nein. Das ist ja richtig hier, also. Wisst ihr? Nein.
Umfangreiches Unterfangen. Wer bist denn du? Ihr seht besser aus als letztes Mal. Als ich nüchtern wurde, sah ich die Dinge etwas klarer. Ying hat meinen Bruder verführt. Sie muss sterben. Doch auch Vance hat mich betrogen. Als Assassine muss ein Verrat mit dem Tod bestraft werden. Wie auch immer, einer von ihnen hat den Schlüssel. Ihr seid offenbar verzweifelt. Lasst mich das erledigen. Ich sage euch, wo ihr sie findet. Sehr schön. Zu freundlich. Vance aufspüren. Auch nicht im Sumpf, ey. Im Sumpf habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Sperrgebiet. Ich bitte euch, also ganz ehrlich. Oh, geh weg. Geh weg. Wow. Warum ist er? Okay. Vance eliminieren. Nichts leichter als das. Ihr müsst es ja wissen. Du bist der Verräter, du Lappen. Oh. Wir haben einen Schatzkarte gefunden. In Land, so wahr ich hier stehe. Ich hab ihn vor euch abgeraten. Ihr Verräter! Ich werde nicht dasselbe erleiden! Komm her! So. Komisch! Die Piratenkönigin Ying Lan stimmt wie eine gefälschte Karte. Ich war zu arrogant. Wie bitte? Ja. Ich stelle Hechte, beide Hechten. Mein Ehemann hat sie. Euer Ehemann? Ein besserer Mann als diese Narren. Sterben und dann auch die letzten Geheimnisse verraten. Ist doch gar kein Trost. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir haben einen Schlüssel, scheinbar.
Sehr gut. Situation entkommen. Okay. Und anonym werden, naja. So, renne. Mission beendet. Sehr schön. Damit haben wir jetzt den Templarschlüssel. Oder kommt hier das hier auch ein bisschen was? Nein. Dann rennen wir mal hier runter zum Strand. So. Gib mir das Geld. Ja, damit. Sehr schön. 100 Rauchbomben kugeln, das ist doch schon mal was. Hier müsste jetzt unser Boot stehen, wa? Ja. Und zurück geht's zum Schiff. Bei dem wir jetzt mal kurz in die Kajüte gehen werden. Wir waren jetzt eine ganze Weile an Land. Ich weiß auch gar nicht, wo man jetzt diese Ressourcen, habe ich immer noch nicht geguckt, herkriegt. Gucken erstmal hier zur Flotte. Kenways Flotte. Scharlachfieber. 1400 Reales. Sehr schön. Neue Schatzkarte wurde freigeschalten. Aha. Weiter spielen. 600 Reales. Die Kinder. Gut, warte mal. Wo? Achso, muss man hier ja auswählen. Geheime Medizin. Gibt 600. Wir haben nur zwei. Gut. Wie reparieren wir das Fensterding? Bestätigen. 95% Erfolgswahrscheinlichkeit, ja, komm, die nehmen wir. So, und was haben wir denn noch? Ressourcen verhandeln, okay. Nee. Portugal? Nee. Südatlantik? Nein. Südliche britische Inseln? Nein. Okay. Golf von Mexiko? Auch nichts. Wählen Sie eine Route, beachten Sie dabei das Risiko. Bestätigen. Und dann gucken wir mal, was wir unserer Checkdoor jetzt hier anbieten können. Rumpfausbau. Breitseitenkanonen. Die reichen. Jagdkanonen. Vier nach vorne gerichtete Jagdkanonen mit größerer Feuerkraft und Stoppwirkung. 1050, da brauchen wir 150, okay. Stärke des Rammsporns, Stärke der Rundkugeln, 12.000, 15 Schaden. Jetzt müssen wir mal gucken, kurz gucken, Breitseitenkanonen, so, und das kostet 12.000 und die werden. Ja, dann machen wir das immer so. Bestätigen. Und Stärke der Rundkugeln. Auch nochmal eins erhöht. Stärke der Kettengeschosse. Diese Kettenkugeln richten massiven Schaden an und stoppen den Gegner beim Einschlag. Können wir nicht. Mörser. Bräuchte mal ganz viel Eisen für. Okay. Verkaufen. Fracht. Na, guck mal hier. 700. Rum. Da haben wir 1200. Dann machen wir uns mal wieder hieran ein bisschen Material zu finden. Das heißt, vom Prinzip her haben wir jetzt hier unser Schiff so weit, dass wir ein bisschen mehr Schaden beim Schießen machen. Wir haben ein paar Kanonen mehr und wir haben
gleich auch noch die Kanone, die Stärke der Kanonen verbessert. Suchen Sie den südlichen Teil der Welt auf, um größere Schiffe mit größerer Beute zu finden. Okay. Wir gucken mal kurz. Wir sind ja jetzt immer noch hier oben. Das hat man jetzt alles ein bisschen klar gemacht. Was haben wir hier? Einfach. Ja, haben wir, da ist Mittel. Was war das? Unentdeckter Ort? Wollen wir eine Schnellreise hin? Bestätigen. Zurück zum Schiff. Bist du denn? Ein Kanonenboot? Was kommt da hinten? Fregatte? Was ist das? Auch eine Fregatte. Können wir uns mit zwei Fregatten anlegen? Guck mal, das ist ohne Fregatte, oder? Ja. So, die ist enterbar. So. Oh, der Rauch hier. Sagt mir ja gar nichts zu. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich... Kochen wir ein Waliser, Ade. Was willst du? Was der Kitz sprach von einer Briten. Ja. Er hat unseren Jukat. So, die ist bereit zum Entern. Oh, oh. Dann ändern wir mal schnell. Welche ändern wir jetzt? Ändern wir die oder? Ja, wir ändern die. Ist das Schiff da auf uns? Nee. Ja. So. Dich nehmen wir noch mit hier. Ich auch und... Natürlich auch hier. Ich mit mir. Ist das ein Kundschafter? Nee. So, weg mit dir. Wo sind die Kundschafter? Was haben die denn hier an Bord, ey? So. Das wird, glaube ich, hier hoch. Wow. So. Nummer 1.
Was haben wir, 2? Den nächsten. So. Die Fregatte gehört uns. Was? Schiff entern. Was soll mit dem Schiff geschehen? Wir reparieren erstmal den Checkdoor. Dann entern wir das Ding hier. Entern. So, dann haben wir die erste Fregatte für unsere Flotte. Was mehr kann ich nicht? Oh Mensch. So, der ist tot. So, mit dem hier. So, weg ist er. Oh, da kommen die Fechten. Uiuiui. So. Oh. So. Immer schön die Brust verschönert. So. Und weg mit dir hier. Mist, wir verlieren hier ganz schön viel Crew. Das ist gar nicht mal gut. So. Mal sehen, was wir hier jetzt einnehmen. Geplünderte Beute, Metall, Rum, schwere Kugeln, Feuerfässer, Crewmitglieder, 5. Wir nehmen das einfach mal in unsere Flotte auf. Bitte, du wirst Kapitän. Fette Beute kämpfen! Segel setzen! Bewegung! An die Starken, wir holen dich! Feuer! Nachladen! Der nächste trifft! Sind bereit, Sir! Feuer! Er rückt nach, ein Schoner! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Ah, ja! Ah. Feuer! Die Fliegen wurden also getroffen, Sir! Außen auf! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! So, weg mit dir! Ja, und das Ding nehmen wir jetzt, um unsere, unser Schiff weiter zu reparieren. Ja. So. Entern. Benutzen. Hm, das war ja mal nichts. Wow. Hm. Ist immer dasselbe hier.
Ja. Ja. Oh oh. So. Das hätten wir auch wieder. Blüte der Beute, Holz, Zucker, Crewmitglieder. Sehr gut. Checkdown reparieren. No, das machen wir jetzt auch mal. Damit sollten wir jetzt ja eine volle Checkdown haben. Hier kommt nochmal Platz hier. Und dieses großspurige Untergehen. So, den Schiffbrüchigen nehmen wir lieber mit. Stoff, sehr schön. Fregatte mit Rum und Zucker, schwere Kugeln, Mörsergeschosse. Das ist auch alles nur so kleine. Ja, dann ne. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Alle Segel setzen, Jungs. Guck mal, haben wir jetzt eine Fregatte erbeutet. Mit ganz wenig Schaden. Also auch. Geplünderte Beute. Rum, Zucker, schwere Kugeln, Mörserkugeln, 5 Crewmitglieder. Bekanntheitsgrad können wir jetzt mal verringern.